Willkommen zu einer neuen Mod-Vorstellung. Heute möchte ich euch den Gilibert 18.000 Pro vorstellen in der Version 0.9 für LS17. 514 Downloads heute sowie 778 Downloads gesamt, ebenfalls ein Kommentar. Kommen wir erstmal zu der Beschreibung. Die Beschreibung ist einfach nur Gilibert 18.000 Pro. Einmal gibt es eine Semi-Variante und eine Endsilage-Variante, also eine Silage-Variante. Und die Page von Facebook ist ebenfalls verlinkt in der Beschreibung. Dementsprechend kommen wir zu der User-Bewertung. 4,13 Sterne nach 8 Stimmen. Scheint ja ein relativ guter Mod zu sein. In dem Sinne, würde ich sagen, wenn sich 11 Leute bedankt haben und 4 Mal beobachtet wird, der User 19 Mal, kommen wir nicht in dem Sinne, das wollte ich nicht sagen. Ja, die Änderung ist halt die Version 0.9. Gucken wir uns schnell die Bilder an, um einmal zu schauen, was uns denn erwartet. Ja, wunderbar. Das sieht doch schön aus. Gut. Keine Videos, die Credits sind ausgefüllt. Wer sie lesen möchte, einfach das Video pausieren und sie euch durchlesen. Und die Datei ist 6,4 MB groß, also nicht wirklich groß. Und ich würde sagen, wir schauen uns den ganzen Mod einmal in-game an. Bis gleich, Leute. Jetzt in-game und werden uns den ganzen Mod einmal in-game anschauen. Und mal gucken. Er ist unter der Kategorie Kipper zu finden. Bei mir ganz hinten für 35.000 Euro anmalige Anschaffungskosten sowie 15 Euro pro Tag gehört er uns. Und ein Fassungsvermögen von 25.200 Liter. Bei Option und Erweiterung haben wir die Möglichkeit zwischen Standard, werden wir erstmal kaufen für 35.000 Euro, und der Endsilage-Variante für 37.000 Euro, also für 2.000 Euro mehr, so dass sich der Mietpreis auf 2.960 bei der erweiterten bzw. Endsilage-Version beläuft und bei der Standard-Variante für 2.800. Hier stehen die guten Zweihänger und das erste, was mir auffällt, ist schon mal eine sehr gute Textur, wie ich finde. Und ja, man sieht doch direkt, dass die Endsilage-Variante, wenn ich mal kurz auf den Trecker steigen darf, so, wenn man hier sieht, also diese Silage-Variante hat einfach höhere Bordwände, so dass man den perfekt für die Silage nutzen kann. Aber leider habe ich beim Düngen das Problem, dass ich keinen Dünger mehr auf dem Feld habe und ich Lust habe jetzt extra dafür dort hinzufahren, um es neu zu laden, also um es aufzufüllen. Deswegen kommt dieser Gilibert Pro ja ganz gut, denn er kann natürlich auch Flüssigdünger und so weiter laden, beziehungsweise kein Flüssigdünger, halt Dünger laden, sage ich jetzt einfach mal, weil ich nicht weiß, welche Art von Dünger es ist. Und ja, da werden wir jetzt einfach jetzt mal laden und das Fahrverhalten im leeren Zustand finde ich schon mal sehr gut. Wo ist der Trigger? Okay. Okay. Das funktioniert ja super. Ah, jetzt. Wunderbar. So, dann wollen wir uns jetzt mal die Fillplane angucken. Und auf den ersten Blick sieht die Fillplane ja schon mal relativ gut aus, wie ich finde. Und ja. Jetzt warten wir mal, bis der ganze voll ist. Kommen wir dann, nachdem er voll ist, zu den Funktionen. Beziehungsweise die Funktionen werde ich euch auch direkt im Einsatz zeigen auf dem Feld. Es sind nämlich überwiegend zwei Funktionen. Kann ich ja schon mal grob sagen. Über O können wir die hintere Klappe aufmachen in dem Fall. Diese linke Klappe hier. Und über X schalten wir den Überlademodus an des Hängers. Und wie man hier wunderbar sieht, die Fillplane. Die sieht sehr gut aus, geht bis zum Rand, aber nicht über den Rand, so dass es in echt runterfallen würde. Sehr gut. Auch vorne sehr gut gefüllt. Scheint wirklich, also ich finde persönlich, sieht eine sehr schöne Fillplane. Hinten noch ein bisschen Platz, wunderbar. Da würde ich sagen, Motor an und let's go. Fahren wir zum Feld. Damit wir dann weiter düngen können. So, und jetzt auch gleich mal das Fahrverhalten im beladenen Zustand. Und auch da muss ich sagen, macht er eine sehr gute Figur. Lenkt super mit, der Hänger fällt nicht um, rutscht nicht, ist nicht wie ein Stück Seife, also wunderbar. Fahrverhalten gefällt mir sehr gut. Licht funktioniert auch am Hänger, wunderbar. Ja, die Blinker funktionieren auch. Das ist sehr schön.
übernahm Pad 1 bis 3, selbstverständlich. So, dann fahren wir jetzt schnell zum Feld und schauen einfach mal, ob das Überladen auch so gut funktioniert wie der Rest. Na, hier ist mein kleines Rübenfeld, weil ich gerade am Düngen bin. Und ja, wie ich schon sagte, mir ist der Dünger ausgegangen und ich dachte mir, wenn ich schon so ein super Mod hier geboten kriege, warum dann nicht mal das Dünger zum Feld bringen, anstatt vom Feld runterzufahren und es zu laden. Oh, das habt ihr jetzt nicht gesehen. So, wir drücken einmal X und sehen, was passiert. Wunderbar, das Ganze transformiert sich. Ein kleiner Spaß am Rande, es fährt natürlich hoch in den Überlademodus. Und jetzt fahren wir einfach an den Düngerstreuer ran. Drücken O, so dass sich die Klappe öffnet. Und schauen, was passiert. Er schaltet automatisch das Überladen ein. Und es sieht auch wirklich sehr gut aus. Wunderschöne Textur hier. Funktioniert prächtig. Und ja, und dann haben wir ja alles gesehen, was wir sehen wollten. In dem Sinne würde ich sagen, ich habe wieder Dünger auf dem Feld. Das heißt, ich kann weitermachen, was wir auch direkt machen werden. Und ja, damit verabschiede ich mich für diese Mod-Vorstellung. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr Lust bekommen habt, den Mod selber zu spielen, der Link zum Download des Mods ist in der Videobeschreibung. Einfach runterladen, ins Spiel reinmachen und viele schöne Stunden mit dem Mod erleben. In dem Sinne, ich mache mein Feld weiter und ciao, Leute.